Und hier sind die Jonas Brothers. Wir sind zwar eine Rockband mit Tausenden von Fans, aber auch ganz normale Teenager. Bis auf eins. Mit 18 habe ich immer noch keinen Führerschein. Ich mache den Schein. Ich mache den Führerschein. Viel Glück. Im Gegensatz zu Nick brenne ich drauf. Es wird Zeit, dass ich Fahrstunden nehme. Da ich 3 Monate auf Tour sein werde, mache ich vor dem Konzert heute einen Abstecher zum Übungsplatz. Um zu fahren. Kevin und Nick leisten moralischen Beistand. Ich will ihn nicht mehr ewig herumkutschieren. Bist du schon mal Auto gefahren, etwa auf dem Parkplatz? Klar, auch auf der Straße, aber nur 2-3 Mal. Versuchen wir es. Viel Glück. Danke. Er fährt ganz gut, aber meinen Wagen kriegt er nicht. Er schafft das. Was unterscheidet eine weiße von einer gelben Mittellinie? Bei einer weißen darf man weiterfahren? Keine Ahnung. Da geht's drum, in welche Richtung der Verkehr fließt. Bei einer weißen Mittellinie fährst du in der gleichen Richtung wie die Autos auf der anderen Spur. Bei einer gelben hast du Gegenverkehr. Noch Fragen, bevor wir losfahren? Bist du angeschnallt? Es geht los! Du fährst. Ich fahre. Er fährt mit ca. 3 km/h. Achtung, Hütchen! Schon mal rückwärts eingepackt? Noch nie. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Lücke ist schön eng. Oh, Joe. Wie mache ich das? Sehr schön. Ich habe zum ersten Mal rückwärts eingeparkt. Er ist in den Wagen dahinter gerauscht, aber sonst. Du hast Talent, das merke ich. Aber du musst auf eine sichere Fahrweise achten. Versprich mir das. Klar. Meine Brüder halten also nichts von meinen Fahrkünsten. Doch denen zeige ich's. Auf der Kartbahn. Spannend. Der Wettkampf beginnt in diesem Moment. Ich gewinne. Du hast kaum die eine Fahrstunde hingekriegt. Ich war super. Blauer Strampler, miefiger Helm, brüderliche Sticheleien. Ich werde beweisen, dass ich den Führerschein verdient habe. Rock'n'Roll, Leute. Die Wette gilt. Vier Rennfahrer, ein Champion. Wer von den Jonas-Brüdern wird triumphieren? Bitte anschnallen! Der Start ist gut. Nick geht gleich auf der ersten Geraden in Führung. Oh, Joe ist heiß auf den Sieg. Oh je, der Bonus-Jonas ist aus dem Rennen. Und Nick wurde wohl von der Fahrbahn gedrängt. Wer gewinnt? Joe oder Kevin? Kevin oder Joe? Gleich werden wir es wissen. Und der Sieger ist Kevin Jonas! Ich komme zwar nicht zuerst ins Ziel, aber mit Stil. Ich hab gewonnen. Er hat mich geschnitten. Na und? So machen wir Profis das. Egal, was meine Brüder sagen, ich kann fahren. Und ich mache den Führerschein. Aber bis es soweit ist, bleibt Kevin mein Chauffeur.